Wir lassen die Menschen so, wie sie sind. Wir akzeptieren sie so und wir haben keinen Veränderungsdruck. Wir sagen, ihr könnt so sein, wie ihr seid. Und dadurch, dass es keinen Veränderungsdruck gibt, haben wir einfach festgestellt, gibt es die meisten Veränderungen. Wir möchten einfach, dass sie sich zeigen können, auch als Künstler. Everybody's got to win. Mir ist besonders wichtig an diesem Projekt, dass zu einem die Kinder, anstatt vor einem Medium zu sitzen und sich bescheinen zu lassen, selber wirksam zu werden, selber aktiv zu werden, die Umgebung zu erkunden mit Technik. Und auf der anderen Seite ist es für uns Erwachsenen wunderschön, nochmal die andere Perspektive wieder einzunehmen. Uns wird wieder bewusst, aus welcher Ebene die Kinder gucken und die Welt erforschen. Diese Verbindung mit Menschen und Tieren zu arbeiten, das war immer mein Anker in meinem Leben. Und zu sagen, sowas für Menschen, die Schwierigkeiten haben in ihrem Leben, auch bieten zu können, ist ein Traum. Ich bin damals im Heim schon mit Pferden in Kontakt geraten und für mich war immer klar, dass ich einfach Pferde und auch vor allem Hundemensch bin. Und als es dann diese Möglichkeit gab, Familie quasi und Pferde zu kombinieren, war es für mich einfach ein Traum, der wahr geworden ist. Manchmal kommen Polizisten vorbei und sagen so, ey, ich habe gestern den und den getroffen. Der ist jetzt Vater geworden, irgendwie super, der hat eine Wohnung. Also ich glaube, die haben mir schon gelernt, wo hole ich Unterstützung, wo hole ich Hilfe. Und dass man auch Vertrauen zu Erwachsenen haben kann. Jeder von denen hat super Talente. Manchmal, wenn man den ganzen Tag auf den Kopf bekommt, du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Die kennen alle Tricks, sich da rauszureden. Aber hier geht es eigentlich nicht darum, hier geht es darum, das zu finden, was sie können. Weil jeder von denen hat was Tolles. Und das rausholen, das kann manchmal das ganze Leben verändern. Mein Song heißt VfL Harmonia und es geht darum, um meinen Verein. Welche Position ich spiele, ja. Aber auch, dass ihr Meister werdet. Ja, ja. Ja. Die Pestalozzi-Stiftung ist für uns so ein starker, schützender Rahmen. Die starke Schulter, die so ein bisschen einen unterstützt, wenn es Probleme gibt. Das Wichtigste in der Stiftung sind natürlich die Leute, die da arbeiten. Und das größte Geschenk ist, dass es von denen immer genug gibt. Ich wünsche mir für die Pestalozzi-Stiftung Hamburg, dass sie weiterhin viele tolle Projekte erreichen, dass sie weiterhin das Ganze so unterstützen und leben lassen. Persönlich der Pestalozzi-Stiftung möchte ich, glaube ich, wünschen, dass sie auch in stürmischen Zeiten immer so ein glückliches Händchen hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Liebe Pestalozzi-Stiftung Hamburg, Happy Birthday, bleib wie du bist, ich freue mich auf die nächste Zeit.